So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Stronger Together. Wir möchten Ihnen heute mal unsere Partnerschaft mit Blue Star präsentieren und Ihnen einen Einblick in die Kooperation und auch die Lösungen zwischen dem ERP-System Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management und der vollständig integrierten Blue Star PLM-Lösung mal präsentieren. Gut, schauen wir vielleicht zunächst mal, was sind denn so die typischen Herausforderungen bei Projektfertigern, denen Sie wahrscheinlich tagtäglich gegenüberstehen? Zunächst mal die Charakteristik der Projektfertigung ist ja häufig, dass jeder Auftrag einmalig ist oder, wenn wir über Variantenfertigung sprechen, nur sehr selten gleichartige Produkte und Aufträge platziert werden. Wir haben häufig auch komplexe Kalkulationsstrukturen, da eben die Produkte sehr individuell auf die Kunden angepasst werden. Wir haben dadurch auch wenige Aufträge, aber ein hohes Volumen. Das heißt, in der Regel sind es Anlagen oder auch Maschinen, die gebaut werden. Wir haben häufig auch lange Durchlaufzeiten, was auch wieder bedingt, dass wir eine gute Planung und Steuerung von der Beschaffung, von der internen Fertigung, vielleicht von Fremdleistungen, die Sie auch von externen beziehen, sowohl in Form von Materialien durch Veredelung beispielsweise oder auch Dienstleistungen, die Sie vielleicht beispielsweise zur Montage vor Ort benötigen, dass Sie einen Kran brauchen, um beispielsweise Ihre Anlagen vor Ort platzieren zu können. Ein wichtiger Punkt, darum ist der hier auch so ein bisschen hervorgehoben, ist die Integration von der Konfiguration und Konstruktion, sprich der CAD-Anbindung, um die Produkte an die Kunden individuellen Bedürfnisse anpassen zu können und damit auch über die CAD-Programme die Kundenwünsche individuell in die Produkte einzubringen, um diese dann in der Produktion und in den Folgeprozessen wie der Lieferung und Montage weiterverarbeiten zu können. Das heißt, von Prozessfluss her haben wir eine starke Planungs- und Beratungsphase am Anfang, wo wir die Anforderungen der Kunden aufnehmen, die dann über die CAD-Zeichnung, über die Konstruktion abgebildet werden und dann in der Fertigung produziert werden und häufig über eine Montage vor Ort dann beim Kunden implementiert werden. Was sind so die typischen Zielgruppen von Projektfertigern? Das können Anlagenbauer sein, Apparatebauer, aber auch Unikatfertiger oder Manufakturen. Vielleicht Solaranlagenhersteller, Windkraftanlagen, um so ein paar typische Beispiele mal zu nennen, oder auch Ingenieur- und Planungsbüros. Schauen wir uns vielleicht mal an, was so das ist, was wir am Markt, auch wenn wir zu Projektfertigern kommen, häufig vorfinden. Häufig sind heute zwei Plattformen im Einsatz. Einmal so die Welt der CAD- und PLM-Systeme. Das ist so die Welt, in der sich die Konstrukteure bewegen oder auch die Produktmanager. Und auf der anderen Seite dann das ERP-System zur Abbildung der operativen Prozesse, sprich der Projektabwicklung, des Einkaufs, der Produktion, aber vielleicht auch der Lieferung und der Montage am Ende. Was wir erleben am Markt ist, dass häufig diese zwei Plattformen nur sehr unzureichend miteinander integriert sind. Das heißt, es sind häufig zwei Silos, die so ein Paralleluniversum aufbauen. Das heißt, es entstehen hier auch in den Daten Redundanzen in der Datenhaltung, weil wir vielleicht den Artikelstamm sowohl im ERP als auch im CAD und PDM-PLM-System haben. Und das vielleicht mit völlig unterschiedlichen Informationen. Im ERP-System sind die Artikeldaten häufig ausgerichtet auf die operativen Prozesse, sprich auf die Einkaufsprozesse, Produktion, aber auch auf die kaufmännischen Prozesse, wohingegen im PDM-PLM-System dann diese Daten angereichert werden, um viel mehr klassifizierende Informationen, um Attribute, um den Konstrukteuren eben das Suchen und Finden der geeigneten Produkte, die sie brauchen für ihre Konstruktion deutlich zu erleichtern.
Das heißt aber auch in der Konsequenz dadurch, dass wir zwei Plattformen haben, die manchmal gut, manchmal eher mäßig gut über Integrationen verbunden sind, haben wir auch einen Bruch und haben dadurch einen Transparenzverlust auch im vollständig integrierten Prozess. Das heißt, wir können an häufigen Stellen gar nicht sehen, wo steht denn der Prozess gerade, weil wir die Plattform wechseln. Wir haben heute ein Beispiel, eine Lösung für Sie mitgebracht, wo wir genau diese Themen Ihnen mal präsentieren möchten, wie wir mit den Lösungen von Bluestar PLM und Cosm Consult in Form der Dynamics-Plattform heute mit dem Fokus auf Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management für Sie lösen können. Schauen wir uns vielleicht mal an, wie diese Plattform grundsätzlich aussieht. Steigen wir mal ein mit dem Plattformgedanken. Das heißt, Microsoft hat eine Plattform, die Dynamics 365 Plattform, die aus verschiedenen Produkten und Services besteht, welche alle cloud-basiert sind mittlerweile und sie nach Bedarf, je nachdem, welche Anforderungen für eine Prozessabbildung sie haben, sich diese einzelnen Lösungen zu ihrer Gesamtlösung zusammensetzen können. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel auf der linken Seite das Sales-Modul. Das ist ein State-of-the-Art CRM-System, in dem Sie die ganzen Verkaufsprozesse mit Verkaufschancenmanagement, mit Sales-Funnels, mit auch Kalkulationen, mit Aktivitätsmanagement, mit mobilen Lösungen abbilden können. Dann, wenn wir die Prozesskette ein Stück weitergehen, sehen wir hier unten Finance und Supply Chain Management. Das wird heute unser Fokus sein. Das heißt, das ist die Abbildung der operativen Prozesse, sprich für die Finanzbuchhaltung, für die Produktion, für den Einkauf, für auch ein vollständig im Supply Chain Management integrierten Warehouse Management, zum Beispiel mit Barcode-Scanner-Abbildung. Und wenn wir dann die Prozesskette noch ein bisschen weiterdenken, dann sehen Sie hier oben zum Beispiel Customer Service. Das ist ein System, was Ihren Kunden ermöglicht, beispielsweise im Service Tickets aufzugeben, falls es zu Störungen kommt oder falls Sie Wünsche haben an den Service. Und das Ganze kann noch unterstützt werden hier durch den Field Service. Field Service ist die Außendienst-Service-Lösung innerhalb der Dynamics-Plattform, mit der Sie dann zum Beispiel eine Geräteakte abbilden können und die Mitarbeiter auch mit einem offline-fähigen mobilen Client zu ihren Kunden fahren können, Reparaturen, Wartungen und Überholungen der Anlagen zum Beispiel durchführen können. Das heißt, die Plattform von Dynamics 365 ist hochmodular aufgebaut. Sie entscheiden, welche Prozessgruppe möchten Sie jetzt in diese Digitalisierung in der Plattform mit aufnehmen und können dann on demand die einzelnen Services und Produkte hier zuschalten. Das Ganze wird unterstützt durch die Produkte der sogenannten Power-Plattform. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit mit Power BI beispielsweise, das ist die Auswertungsplattform für all diese Services, die Sie hier oben sehen. Das heißt, alle Services haben integrierte Auswertungen bereits im Standard inkludiert, um Ihnen auch eine Transparenz über Ihre Kennzahlen im System zu geben. Wir haben Power Apps beispielsweise, um kleine, einfache Oberflächen zu schaffen, wenn die Mitarbeiter mal Daten im Feld erheben müssen, ohne dass wir sie mit ERP-Masken belasten. Die Dynamics-Plattform ist auch vollständig integriert in die Microsoft Cloud. Das heißt, wir haben hier als Technologie unten drunter Microsoft Azure zum Beispiel für Security, für Identifikation, das heißt, wie melden Sie sich am System an. Wir haben aber auch die ganzen Rechenzentren. Sie müssen keine Server mehr bei Ihnen vor Ort im Rechenzentrum betreiben, sondern die Systeme laufen alle in der Microsoft Cloud. Und wenn Ihr Unternehmen wächst, sind Sie auch hochskalierbar und die Systeme wachsen mit Ihren Anforderungen mit. Was ist jetzt die Charakteristik von Dynamics 365? Sie erinnern sich an den Blumenstrauß, an den Kreis von verschiedenen Produkten und Services. Man kann sagen, das sind sogenannte Apps. Jetzt werden Sie Apps wahrscheinlich kennen von Ihrem Mobiltelefon. Wenn Sie was wollen, dann gehen Sie heute in den Google Play Store oder auch in den iOS Store beispielsweise von Apple und laden sich dort eine App runter.
Und vom Gedanken her ist es genauso in der Dynamics 365 Plattform. So wie wir gerade gesehen haben, wenn Sie Verkaufsprozesse digitalisieren wollen, dann können Sie die Sales App in Ihre Lösung integrieren. Wenn Sie operative Prozesse in der Finanzbuchhaltung und dem Supply Chain Management in Ihre Plattform mit aufnehmen wollen, dann können Sie diese Applikationen, zum Beispiel Finance and Supply Chain Management, hier direkt wie eine App betreiben und in Ihre Gesamtlösung mit integrieren. All diese Lösungen sind hoch skalierbar, wie ich gerade schon mal ausgeführt habe. Es sind alles Cloud-Lösungen, die mit Ihren Anforderungen und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens auch mitwachsen. Das heißt, wir sind nicht mehr limitiert auf bestimmte Server, die eine Leistung mitbringen, sondern durch die Cloud haben wir nahezu unbegrenzte Rechenleistung. Wenn Sie neue User haben, wenn Sie neue Anforderungen haben, dann können diese einfach zugeschaltet werden, in Ihre Lösung integriert werden und die Plattform wächst mit Ihren Anforderungen. Das Ganze ist auch hoch integriert. Alle Apps greifen auf die gleiche Datenbank zu. Das heißt, wir haben auch, egal ob ein Kunde im Sales-Modul das erste Mal generiert wird oder in dem ERP-System, in der Supply Chain Management beispielsweise, wir haben eine Datenbank unterhalb dieser Systeme liegen, sodass sie eine hohe Vernetzung haben und damit auch wirklich innerhalb ihrer gesamten Plattform in ihrem Unternehmen einen Single Point of Truth im Unternehmen etablieren können. Wir haben eine globale Verfügbarkeit, das heißt, diese Systeme sind auch alle auf internationale Projekte ausgerichtet. Wir werden später noch sehen, in Finance and Supply Chain Management beispielsweise sind diese Applikationen auch mittlerweile vorbereitet, um in einer Datenbank über 40 Länderanforderungen, zum Beispiel der Finanzbuchhaltungen, miteinander zu betreiben. Und ein wichtiger Punkt, sie sind hochmobil. Das heißt, dadurch, dass Sie als Cloud-Lösung zur Verfügung stehen, können Sie, egal wo Sie sich gerade befinden, auf Ihre Business-Applikationen zugreifen. Die einzige Anforderung ist ein Browser und eine Internetverbindung und damit stehen Ihre Geschäftsprozesse auch mobil zur Verfügung. Schauen wir uns jetzt mal kurz an, einen kleinen Fokus auf Finance and Supply Chain Management. Für welche Zielgruppen ist denn Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management geeignet? Grundsätzlich, wie gerade schon gesagt, ist es ein cloud-basiertes und webbasiertes ERP-System für den gehobenen Mittelstand. Das heißt, häufig treffen wir auf Kunden, die in Firmengruppen unterwegs sind, die vielleicht auf internationaler Ebene auch verschiedene Gesellschaften in einer Installation betreiben wollen. Wir haben 42 Länderversionen, die in einer Datenbank gemeinsam betrieben werden können als zentrale Installation. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Verkaufsgesellschaften mit einer eigenen Finanzbuchhaltung in Tschechien, Polen oder auch Brasilien, den USA haben, können Sie diese in der gleichen Installation miteinander betreiben und dennoch die landesspezifischen Anforderungen, zum Beispiel Meldewesen oder in den Steuerrechten, in einer Applikation abbilden. Dadurch, dass wir in der zentralen Installation sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sehr gut Intercompany-Prozesse abzubilden. Das heißt, häufig treffen wir auf Installationen, wo reine Verkaufsgesellschaften durch operative Gesellschaften unterstützt werden. Das heißt, hier findet ein Intercompany-Austausch in den Aufträgen statt. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dadurch eine Konsolidierung auf Gruppenebene durchzuführen. Und hier steht auch die hohe Skalierbarkeit gerade nochmal, die wir auf den Folien vorher schon mal gesehen haben. Hier sehen Sie mal eine Liste der Lokalisierungen, insbesondere der Finanzbuchhaltungen der verschiedenen Kontinente und Länder, die im Standard von Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management unterstützt werden. Das heißt, Sie sind bestens gerüstet, wenn Sie heute schon international agieren oder zukünftig planen, eine Internationalisierungsstrategie in Ihrem Unternehmen zu etablieren. Und ein
Für mich auch sehr wichtiger Punkt ist die Mobilität der Systeme. Das heißt, Sie erleben es wahrscheinlich tagtäglich mit Mobiltelefonen, mit Tablets. Sind Ihre Geschäftsprozesse immer bei Ihnen? Durch die Sicherheitseinstellungen, durch Microsoft Azure, haben Sie auch die Sicherheit, dass Ihre Daten geschützt sind und der Zugriff immer sicher erfolgt. Das heißt, egal, wo Sie gerade sind, ob Sie auf der Baustelle beim Kunden sind, ob Sie vielleicht einen interessanten neuen Kontakt auf einem Treffen, zum Beispiel auf einem Kongress kennenlernen. Sie können Ihr Handy rausnehmen, können auf Daten zugreifen, können zum Beispiel das Lead direkt auf Ihrem Telefon erfassen oder beim Kunden, wenn Sie vor Ort sind, ihm ad hoc Auskunft geben über den aktuellen Status seiner Aufträge beispielsweise. Gut, und ich glaube, Sie erleben es alle im Alltag gerade, wenn man so ein bisschen die IT-Presse verfolgt, die Welt verändert sich gerade und auch in Dynamics sind der Copilot, das ist die Abbildung von Microsoft in Form von künstlicher Intelligenz, von AI-Funktionalitäten integriert. Das heißt, Sie haben heute zum Beispiel schon die Möglichkeit, dem System in natürlicher Sprache Abfragen oder Fragen zu stellen, wie zum Beispiel Lagerbestände von einem bestimmten Artikel sind oder auch wie der Status eines Auftrags ist. Und das wird in der Zukunft noch viel stärker in den Fokus geraten, dass sie unterstützt werden durch künstliche Intelligenzsysteme in Form von natürlicher Sprache. Gut, schauen wir uns mal unser Thema von heute nochmal an. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal, dass wir uns heute schwerpunktmäßig mit dem Fokus auseinandersetzen wollen. Wie können denn die Welten der Konstruktion und Produktentwicklung mit den operativen Prozessen Hand in Hand zusammenarbeiten und das in einer Lösung, die wie aus einem Guss auf alle Endanwender wirkt? Schauen wir uns dazu mal einen kleinen Demo-Prozess an, den wir für Sie vorbereitet haben. Wir werden jetzt gleich live ins System springen und möchten mit Ihnen zusammen heute mal einen Prozess durchspielen, Ihnen den Eindruck geben, wie ein Prozess aussehen kann von der Projektanlage über die Generierung eines Artikelbedarfs. Das heißt, in der Planung des Projekts möchten wir dann hinterlegen, welchen Artikel möchten wir denn dem Kunden verkaufen. Und dieser Artikel ist auch sehr kundenindividuell gestaltbar. Das heißt, er wird dann in der Konfiguration und Konstruktion in Form von CAD-Zeichnungen ausformuliert und nahtlos mit dem ERP-System wird hier interagiert, sodass wir nach Abschluss der Konstruktion wieder in die Disposition, sprich welche Artikel müssen wir beschaffen oder prüfen, ob wir Artikel auf Lager haben, um diese anschließend in der Produktion entnehmen zu können, um das fertige Produkt für den Kunden dann produzieren zu können, dieses dann ausliefern und am Ende noch eine kurze Abrechnung machen. Das heißt, wir haben von der Projektanlage bis zur Abrechnung mal einen End-to-End-Prozess für Sie heute vorbereitet. Wir werden nicht in allen Bereichen tief in alle Details heute eingehen können. Der Fokus liegt auf einem Prozessfluss, dass Sie mal wirklich die komplette Kette sehen, wie so ein Auftrag durchläuft. Wir haben am Ende nach der Demo noch ein paar Folien, wo wir Ihnen Möglichkeiten und ausgewählte Funktionalitäten für Projektfertiger, die im Standard von Finance and Supply Chain Management bereitstehen, nochmal in einem Überblick präsentieren. Gut, lassen Sie uns jetzt in das System starten und Ihnen mal zeigen, wie so ein typischer Durchlauf aussehen kann. So, ich bin jetzt einmal in unser Finance and Supply Chain Management gesprungen. Sie sehen hier die typische Startseite des Systems. Jetzt mal fokussiert dargestellt mit den sogenannten Workspaces. Das sind die kleinen Bereiche, die Sie hier sehen, die wir heute in der Demo auch verwenden werden. Das heißt, wir wollen beginnen, so wie auf dem Demo-Prozess gerade schon mal skizziert, mit der Anlage eines Projekts. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in unsere Projektverwaltung und legen uns hier ein neues Projekt an. Das wird unsere 194 sein und das nennen wir mal Stronger Together, so wie der Titel unseres Webinars heute heißt.
Dem Projekt müssen wir jetzt noch eine Projektvertragskennung mitgeben. Mit diesem Projektvertrag sind Sie in der Lage, die kaufmännischen Parameter des Projekts festzulegen, können zum Beispiel hier auch Abrechnungsregeln hinterlegen und so vielleicht sogar verschiedene Debitoren mit unterschiedlichen Leistungen dieses Projekts in Rechnung stellen. Das heißt zum Beispiel, wenn die Planungsaufwände des Projekts an eine Muttergesellschaft gestellt werden sollen, können Sie diese Regel hinterlegen, wohingegen vielleicht die Kosten für die fertig gelieferte Anlage dann einer Tochtergesellschaft Ihres Kunden in Rechnung gestellt wird. Das lässt sich über die Projektverträge abbilden. Jetzt erstellen wir uns unser Projekt mal und schalten zunächst mal das Projekt in die Projektphase in Bearbeitung. Und damit können wir jetzt gleich auch mit der Planung des Projekts beginnen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in den Stammdaten des Projekts ganz viele Informationen mitzugeben, wie zum Beispiel, wer ist denn der Projektmanager, wer ist der Verkaufsleiter. Jetzt möchten wir aber mal mit dem Kunden gemeinsam planen, wie sieht denn so eine Abwicklung des Projekts aus und wechseln dazu in den sogenannten Projektstrukturplan. In diesem Projektstrukturplan können wir jetzt die Phasen des Projekts formulieren und auch eine zeitliche Planung beispielsweise des Projekts vornehmen. Ich habe uns dafür schon mal ein Template vorbereitet. Das heißt, wir gehen jetzt mal her und importieren so einen vielleicht kleinen, beispielhaften Ablauf von so einem Projekt. Wenn wir uns das mal aufmachen, dann sehen wir hier, wir haben die Phasen, erstmal die Verwaltung, wo vielleicht kaufmännische Dinge abgewickelt werden. Dann beginnen wir mit der Konstruktionsphase und unterhalb der Konstruktionsphase haben wir vielleicht verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel die Abstimmung der Anforderungen mit dem Kunden. Wir können dann die CAD-Zeichnung erstellen oder sprich die Konstruktion durchführen des Artikels nach Kundenwunsch und haben dann vielleicht auch die Abnahme und Freigabe dieser Zeichnung, bevor sie in die Produktion überführt wird. Diese Strukturplanzeilen dienen auch dazu, nicht nur jetzt Artikelbedarfe beispielsweise, also welche Artikel sollen denn konstruiert werden, hier zu hinterlegen, sondern perspektivisch auch für die Mitarbeiter, um Zeiten, die in Form von Dienstleistungen für dieses Projekt erbracht werden, auf die einzelnen Positionen zu buchen. Das heißt zum Beispiel, der Konstrukteur kann jetzt hier auch auf diesem Projekt, auf diese Zeile erfassen, wie lange hat er konstruiert. Und je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist, ob es nach Aufwand abgerechnet wird oder zum Festpreis, dient das zum einen natürlich der Erfassung der Zeiten, die vielleicht dem Kunden in Rechnung gestellt werden, zum anderen, wenn es als Festpreis aufgesetzt ist, der Kostenkontrolle. Wo bin ich innerhalb vielleicht festgelegter Budgets, die ich mir selber gesetzt habe? Dann gehen wir in die Fertigungsphase. Das heißt, wir produzieren dann die Waren. Das heißt, hier können auch Kosten drauflaufen. Und wir haben am Ende vielleicht noch die Inbetrieb- und Abnahmephase. Das heißt, wir liefern den Artikel aus zum Kunden, machen dort vielleicht eine Kalibrierung und Schulung der Anlage und am Ende eine Abnahme. Und auch hier kann der vor Ort befindliche Monteur seine Leistungen, vielleicht auch Materialien, die er während der Lieferung und Montage noch zusätzlich zur eigentlichen Anlage benötigt hat, hier direkt drauf buchen. Und Sie sehen dann auch am Ende eine schöne Zusammenfassung über die Kosten des Projekts. Wenn wir hier mal wechseln in die sogenannte Kostenvorkalkulation, dann sind wir hier in der Lage, schon mal erste Budgets pro Zeile zu hinterlegen und gegen diese Budgets dann auch entsprechend Kosten laufen zu lassen und damit eine Auswertung über den Soll-Ist-Stand der Ausschöpfung der Budgets uns anzuschauen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist, wir können auch an die einzelnen Phasen des Projektstrukturplans die Artikel, die jetzt verkauft werden und die jetzt in der Folge dann auch konstruiert werden sollen, direkt an diesen Strukturplan anhängen. Das heißt, das haben wir hier mal gemacht. Wir haben einen Artikel in die Phase der CAD-Zeichnung eingehängt und das ist der Artikel unser Amplifier-Package, das wir dem Kunden verkaufen wollen. So,
Wenn wir fertig sind mit der Planung des Projektstrukturplans, das heißt zum Beispiel einer zeitlichen Planung, einer Budgetplanung, vielleicht auch der Ressourcenplanung, welcher Mitarbeiter soll jetzt konstruieren, wer hat die richtigen Skills dafür, können wir diesen Projektplan veröffentlichen. Hier hinterliegt auch eine Versionierung, das heißt, wenn wir was ändern, können wir auch Versionsvergleiche hier durchführen. Jetzt gehen wir mal in den sogenannten Artikelbedarf des Projekts und rufen uns aus diesem Projektstrukturplan, den wir gerade angelegt haben, ab, welche Artikel werden denn benötigt für dieses Projekt. Und hier sehen wir jetzt wieder unser Amplifier Package, was wir gerade an unsere Phase der CAD-Zeichnung angehangen haben. Das importieren wir jetzt mal in den Artikelbedarf. Und was wir hier jetzt auch sehen, ist, dass das Ganze unserem Projekt zugeordnet ist und hier hinten auch der sogenannten Aktivitätsnummer. Das heißt, wenn wir das mal aufmachen, dann sehen wir, es ist dieser Konstruktions-CAD-Zeichnung hier zugeordnet. Das heißt, hier hinterliegt der Bedarf, dass dieser Artikel eingetragen wurde mit einer Variante Default. Das ist erstmal so der Artikel, der noch nicht fertig ausformuliert ist, weil das ist ja jetzt genau der Prozess, der folgen wird, dass wir diesen Artikel in Form von CAD-Zeichnungen mit dem Kunden zusammen designen und abstimmen. Und dieser Artikelbedarf erzeugt automatisch im Hintergrund im System auch einen Auftrag. Das ist unser Auftrag 815. Wenn wir hier rein jetzt mal verzweigen, dann sehen wir jetzt hier, wir sind in einem Auftrag für dieses Projekt. Das ist auch hier direkt an der Projektposition oder an der Auftragsposition wieder geschlüsselt. Hier sehen wir unser Projekt 194, was wir gerade angelegt haben, mit der Aktivitätsnummer, mit der CAD-Zeichnung und können jetzt hergehen und können diesen Artikel mal mit den Kundenanforderungen ausformulieren in Form einer CAD-Konstruktion. Matthias, möchtest du uns jetzt mal zeigen, wie denn die Konstruktion und das individualisierte Design dieses Artikels für den Kunden aussieht? Jawohl, lieber Michael, ich übernehme jetzt mal das Kommando und übertrage mal meinen Bildschirm. Und zwar fange ich genau da an, wo du jetzt gerade aufgehört hast. Also wir haben ja eben wie der Michael schon gesagt hat, diesen Standardartikel jetzt in der Auftragsposition. Und jetzt gehen wir gedanklich davon aus, dass wir ein Produkt haben, was wir schon mal vorkonfigurieren können. Das heißt, wir haben vielleicht schon eine grobe Vorstellung, ein kleines Baukastensystem, wie das Produkt aussehen soll. Und in dem Engineering-to-Order-Prozess habe ich ja noch Änderungen, die ich durchführen will. Und dann kann ich da einen Stop machen. Die Konstruktion kann ihre Arbeit machen. Und dann kann ich es wieder zurückspielen ins ERP. Möglich ist sowas aber auch als vollautomatischer Prozess, wenn ich das sogenannte Configure-to-Order-Prozedere habe. Und ich kann jetzt hier im Microsoft Dynamics habe ich eben diese volle Integration von BlueStar PLM. Das sehe ich an ein paar Schaltflächen hier. Und dann kann ich jetzt sagen, jawohl, ich würde jetzt gern das Produkt in BlueStar PLM zusammen mit der Konstruktion im CAD konfigurieren. Und habe jetzt im Prinzip auch die Möglichkeit zu sagen, ich konfiguriere das mit meinen Parametern und lasse das CAD erstmal außen vor. In dem Fall wollen wir das aber zeigen, eben mit dem kompletten Prozess im CAD. Möglicherweise, also möglich wäre das auch mit einem Viewer mit Vorschaudaten, wenn zum Beispiel ein Sales-Engineer das mit dem Kunden besprechen will, dann braucht er keine CAD-Lizenz. In dem Fall machen wir es mal mit allem, also mit aller Funktionalität, mit dem CAD, mit der Möglichkeit, dann auch noch was zu ändern. Und jetzt habe ich hier den Kundenwunsch, dass eben dieses Gehäuse eben keine rote Lackierung erhalten soll, sondern metallfarben ist. Und dann benutzen wir unseren hauseigenen Produktkonfigurator. Wir wählen zum Beispiel aus, dass wir diesen elektrischen Anschluss hier auf der anderen Seite haben wollen. Und der Kunde benötigt außerdem auch noch einen längeren Anschluss.
Und dann kann ich das hier komplett einmal durchkonfigurieren und kann auch die Änderungen, die ich im Konfigurator vorgenommen habe, ins CAD übertragen. Das machen wir jetzt mal kurz. Und als Zwischenschritt, also nach der Konfiguration, hätte ich auch immer noch die Möglichkeit, der Konstruktion die Aufgabe mitzugeben, eben da auch noch Änderungen durchzuführen, die jetzt quasi nicht durch die Konfiguration abgebildet sind. Ansonsten wäre es ja ein relativ einfacher Standardprozess, was ja bei den Maschinenbauunternehmen, die der Michael vorhin angesprochen hat, ja meistens nicht so ist, weil dann habe ich ja eben noch eine gewisse Nachbearbeitung. Und das wäre jetzt genau der Moment, wo ich jetzt hier noch eingreifen könnte, noch Bauteile hinzufügen könnte, noch Logos einfügen. Also eben bestimmte Änderungswünsche, die ich eben nicht vorkonfigurieren kann oder die gar keinen Sinn machen, vorzukonfigurieren. Und wenn das dann beendet wäre, dieser manuelle Prozess, dann würde ich eben die CAD-Daten, also die Stückliste und alle Informationen, die ich im CAD eingefüllt habe, die möchte ich ja quasi wieder zurückspielen ins BlueStar PLM und dann auch gleichzeitig ins Microsoft Dynamics ERP. Und das führe ich jetzt aus. Und was hier passiert ist, dass wir eben dann zu unserem Masterprodukt, also der Amplifier, mit dieser Nummer hier, der bekommt jetzt eine Variantennummer hinzugefügt. Genauso wie alle anderen Bauteile, die sich jetzt ändern, eben diese Variantennummer bekommen. Und bei der Übertragung ins PLM und ERP erzeuge ich auch gleich Sekundärdaten automatisch, die ich ansonsten händisch erzeugen müsste. Das heißt, eine PDF oder auch das sogenannte BlueView, das ist unser hauseigener 3D-Viewer. Und diese Daten erzeuge ich jetzt automatisch beim sogenannten Check-in-Prozess. Und dann werden zum Beispiel auch die Zeichnungen angepasst, weil sich das 3D ja geändert hat. Dementsprechend muss ich auch die 2D-Elemente vom SolidWorks, die Zeichnungen aktualisieren, dass ich hinterher dann mein Dokument, also meine PDF auch auf dem neuesten Stand dann ins System bekomme. Und was hier jetzt auch passiert, ist die direkte Übertragung der Stücklistendaten und Produktdaten nach Dynamics ERP. Und diesen Prozess, den kann ich im Prinzip komplett manuell gestalten mit BlueStar oder auch komplett im Hintergrund ablaufen lassen in der Cloud oder auf dem Server. Und dann muss ich natürlich diese Mausklicks, die ich jetzt hier durchgeführt habe, nicht durchführen. Und damit haben wir es jetzt auch schon geschafft. Wir haben die Daten hier angepasst. Und dann kann ich jetzt wieder weitergeben an den Michael. Genau, wunderbar. Das heißt, Sie haben vielleicht gerade auch in der CAD-Zeichnung gesehen, es ist jetzt die Variante 468 entstanden und wir gehen jetzt mal wieder in das System. Wir sind ja vorhin bei mir abgesprungen aus dem Auftrag. Da war vorher noch Default drin gestanden, hatte ich Ihnen ja gezeigt, was so die Standardvariante ist vor der Konfiguration. Und jetzt wird auch durch die vollständige Integration von BlueStar PLM hier tatsächlich nach der Anpassung im CAD die Variante direkt an der Auftragszeile hier hinterlegt. Das heißt, das ist jetzt genau unsere kundenspezifisch angepasste Amplifier-Komponente, die wir gerade im CAD-System durchkonfiguriert haben. Gut, das heißt, der Konstrukteur hat seine Arbeit gut gemacht, Kunde ist zufrieden, Zeichnung ist abgenommen. Jetzt wollen wir diesen Amplifier natürlich auch produzieren. Das heißt, wir können hier auch direkt aus dem Auftrag heraus jetzt mit der Disposition beginnen. Das geht natürlich auch global über alle Aufträge. Ich zeige es Ihnen heute mal mit Fokus auf diesen Auftrag. Das heißt, wir würden jetzt die sogenannte Simultanplanung laufen lassen. Mit der Simultanplanung wird jetzt über das integrierte Dispositionsmodul von Dynamics 365 ermittelt, welche Artikel und Komponenten brauchen wir denn zur Produktion für dieses individuell konfigurierte Bauteil des Kunden?
Hier wird jetzt auch gleich abgeglichen. Haben wir die Komponenten schon auf Lager? Müssen wir diese einkaufen oder vielleicht auch zur Fremdfertigung über eine Vergabe an den Fremdfertiger übergeben? Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist die komplette Stücklistenstruktur des individuell durchgeführten Artikels. Sie sehen hier auch diese 468er Variante, die gerade aus dem CAD-System erzeugt wurde und in das Dynamics 365 als freigegebene Stücklistenversion wieder zurückgespielt wurde. Das heißt, wir haben hier verschiedene Komponenten, die hier verbaut werden. Für unsere Demo habe ich heute die meisten mal aufs Lager gelegt. Hier können jetzt natürlich auch durch die integrierte Disposition Bestellvorschläge, Umlagerungsvorschläge und, wie wir es hier sehen, auch Produktionsvorschläge erzeugt werden. Das heißt, wir haben hier in unserem Beispiel eine zweistufige oder einstufige Stückliste mit einer Komponente, mit unserer Amplifier-Komponente. Und diese müssen wir produzieren, um dann das Amplifier-Package am Ende entmontieren zu können. Das heißt, wir können uns jetzt die Bestellvorschläge, das heißt das, was wir tun müssen sozusagen, das können wir uns hier nochmal anzeigen lassen in einer separaten Form. Hier sehen wir die zwei geplanten Produktionsaufträge und diese wandeln wir jetzt mal um. Das heißt, das System schlägt uns vor, die beiden müssen produziert werden. Durch die Umwandlung erfolgt jetzt auch im Hintergrund automatisch eine Produktionsplanung gemäß der Arbeitspläne, die dann im System hinterlegt sind, mit den Ressourcenbedarfen und das mit verschiedenen Planungsverfahren wie typischerweise rückwärts ab Liefertermin. Sie haben die Möglichkeit, aber auch Vorwärtsterminierungen, Engpassterminierungen hier im System im Standard durchzuführen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon die Simultanplanung noch einmal aktualisiert und Sie sehen jetzt, dass wir von dem Status geplanter Produktionsauftrag umgesprungen sind auf einen konkreten Produktionsauftrag. Wir haben ja gerade die Vorschläge des Systems umgewandelt in eine Produktion und wir können jetzt sogar von hier aus direkt in die Produktionsaufträge springen. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir auch hier, das, was ich Ihnen gerade verbal erzählt habe, der Auftrag ist durch die Umwandlung schon mal eingeplant. Ich würde heute auf die Details der ganzen Produktionsplanung mal verzichten. Wir hatten es ja eingangs erwähnt, uns ist heute mal wichtig, Ihnen den Prozessfluss zu zeigen. Wie gesagt, hier gibt es eine Gantt-Tafel, die vollständig integriert ist für die grafische Visualisierung der Planung. Wir haben verschiedene Planungsmöglichkeiten, um zum Beispiel auch Materialverfügbarkeiten bei der Planung mit rein zu kalkulieren. Wir können nach begrenzter, unbegrenzter Kapazität planen und verschiedenste Planungsverfahren. Wir waren gerade dabei, unsere Fertigmeldung des Produktionsauftrags zu buchen. Das heißt, hier sehen Sie jetzt auch, dass wir ein Stück als Gutmenge aus dem Produktionsauftrag jetzt auf das Lager legen unserer Komponente. Das heißt, hier sehen wir jetzt noch, der war in Produktion. Das ist jetzt diese Produktion, die wir gerade abgeschlossen haben. Und wenn wir jetzt diese Simultanplanung hier nochmal aktualisieren, dann sehen wir auch, dass unsere Amplifier-Komponente auf Lager liegt. Das heißt, die Produktion ist erfolgreich durchgelaufen und wir können jetzt noch final die Produktion der Endmontage durchführen. Das heißt, auch hier gehen wir wieder in unseren Produktionsauftrag, der zunächst eingeplant ist. Auch den können wir jetzt starten und damit die Komponenten, die für die Endmontage notwendig sind, direkt beim Starten des Produktionsauftrags entnehmen. Das ist übrigens Einstellungssache, ob man das beim Starten oder beim Zurückmelden die Komponenten vom Lager entnimmt. Und jetzt können wir auch diesen Artikel fertig melden. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann sehen wir jetzt, wenn wir hier nochmal aktualisieren, dass die Endmontage erfolgreich durchgelaufen ist und dass diese Komponente in der vom Kunden individuell mit uns designten Variante 468 jetzt auf Lager liegt. Und jetzt können wir wieder zurück in unser Projekt. Das heißt, wir waren ja hier in dem 194er Projekt und können dieses,
diese Anlage jetzt an den Kunden ausliefern. Das heißt, wir buchen hier den Lieferschein und liefern damit die Anlage an den Kunden aus. Okay. Hier haben Sie die Möglichkeit, auch für den Transport, wenn Sie jetzt zum Beispiel größere Anlagen produzieren und dazu Speditionen notwendig sind, diese per LKW versendet werden müssen, können Sie hier auch mit dem integrierten Transportation Management von Dynamics 365 arbeiten und so auch zum Beispiel eine Ladungsplanung für die LKWs der Speditionen durchführen. Das heißt, hier haben wir jetzt die Auslieferung des Materials. Und jetzt können wir diese auch noch natürlich dem Kunden in Rechnung stellen. Das heißt, wir gehen jetzt her und sagen, wir möchten einen Projektrechnungsvorschlag erzeugen. Diesen Projektrechnungsvorschlag beinhaltet unser Projekt, unser Stronger Together Projekt. Hier haben wir unser Projekt und hier sehen wir jetzt auch, dass dieser Artikel als abrechenbar für die Rechnung uns in einem Projektrechnungsvorschlag vorgeschlagen wird. Das heißt, hier würden jetzt auch zum Beispiel Zeiten, Dienstleistungen der Konstrukteure, wenn sie die auf das Projekt gebucht haben, während der Konstruktion auch mit aufgelistet werden, sodass das Projekt alle abrechenbaren Leistungen wie Material, hier in unserem Fall unser Amplifier, Dienstleistungen, das heißt, das könnten zum Beispiel Konstrukteurstunden sein, Monteurstunden von der Montage, aber auch Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, die für die Inbetriebnahme vor Ort angefallen sind, werden jetzt hier in diesem Projektrechnungsvorschlag konsolidiert und diese können wir dann dem Kunden entsprechend in Rechnung stellen. Das heißt, wir sagen jetzt, wir möchten diesen Artikel in unsere Rechnung mit aufnehmen und buchen jetzt final die Rechnung noch. Das heißt, damit ist unser Prozess auch abgeschlossen und wir haben die Anlage ausgeliefert und auch entsprechend dem Kunden in Rechnung gestellt. Gut. Lassen Sie uns jetzt nochmal zurückschauen auf unsere Folien. Das heißt, was haben Sie jetzt gesehen? In der Demo haben wir Ihnen gerade präsentiert einen Durchlauf. Das heißt, wir haben ja zu Beginn ein Projekt gemeinsam angelegt. Wir haben dann eine Planung des Projekts durchgeführt und einen Artikelbedarf generiert. Diesen haben wir dann über die vollständig integrierte CAD- und Konstruktionslösung von Bluestar Kunden individuell angepasst und eine neue Variante erzeugt, die wir dann in der Disposition durchgeplant haben. Was müssen wir denn durchführen, dass wir diese Anlage an den Kunden auch liefern können? Das heißt, wir hatten ja zwei Produktionsaufträge, die wir jetzt gerade dann durchgebucht haben. Einmal der Amplifier-Komponente und dann das Amplifier-Package und haben das dann an den Kunden ausgeliefert und zuletzt noch abgerechnet. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Standardfunktionalitäten auf diesem Prozess und ich möchte Ihnen jetzt in ein paar wenigen Folien vielleicht noch so ein paar ausgewählte Funktionalitäten, die passend sind für die Projektfertigung aus dem Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management mal vorstellen. Das heißt, wir haben auch eine Anzahlungs- und Schlussrechnungsplanung hier im Projektmodul integriert, was ja häufig auch eine Anforderung ist für die Projektfertiger. Das heißt, auch für eine Cashflow-Planung wichtig in dem Projekt. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel Anzahlungen auch an Aktivitäten des Strukturplans legen, wenn Sie Materialien beschaffen, um das zeitlich so ein bisschen zu koordinieren, dass der Cashflow im Unternehmen sich einigermaßen ausgleicht. Dann haben wir die Möglichkeit, so wie gerade im Projektstrukturplan schon mal ein bisschen angerissen, eine starke Budgetierung des Projekts, zum Beispiel auf Projektstrukturplanzeilen, sodass Sie, wenn Sie mit Festpreisprojekten arbeiten, zu jedem Zeitpunkt eine hohe Transparenz haben, welche Kosten sind denn auf das Projekt angelaufen und was steht als Umsatzerlös dagegen. Das heißt, das ist ja auch Ihre Marge und das Risiko, das Sie dann in dem Fall als Festpreisanbieter überwachen müssen. Wir haben auch die Möglichkeit, hier eine Ressourcenplanung und die Produktplanung durchzuführen. Das heißt zum einen, so wie wir es gerade auch gesehen haben, die Bedarfe für Artikel, aber auch für externe Dienstleistungen, wie zum Beispiel die
Beschaffung von einem Kran für die Montage oder die Fremdfertigung von bestimmten Komponenten innerhalb der Produktion im Projekt planen zu können und das Ganze auch in der Ressourcenplanung abzubilden. Das heißt, welche Mitarbeiter sind denn grundsätzlich für welchen Aufgabe im Projekt geeignet? Das heißt, Sie können hier zum Beispiel auch nach Konstrukteuren suchen, die bestimmte Skills mitbringen, um die Konstruktionszeichnung für den Kunden anfertigen zu können. Dieses Skill-Management ist in der Personalverwaltung des Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management verankert und kann damit auch genutzt werden, um zu schauen, welcher Mitarbeiter hat die Fähigkeiten und auch die entsprechenden Kapazitäten. Sie haben dann auch die Terminierung im Rahmen des Strukturplans und hier ist auch eine Teams-Integration vorgesehen, sodass die Teams sich in dem Strukturplan auch austauschen können über die entsprechende Planung. Dann haben wir jetzt gerade schon gesehen die CAD-Anbindung, das heißt die vollständig integrierte Product Lifecycle Management Lösung von Bluestar PLM mit standardmäßigen Schnittstellen zu gängigen CAD-Systemen, die Sie hier unten jetzt auch mal in der Auswahl sehen. Da wird Ihnen aber gleich der Matthias noch ein bisschen detaillierter einen Überblick über die Bluestar PLM-Lösung geben. Wenn wir dann im Prozess fortschreiten, haben Sie ja gerade schon gesehen, ist ein vollständiges Dispositionsmodul im Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management enthalten. Das heißt, das ist jetzt auch als Cloud-Service konzipiert. Das heißt, wir haben nicht mehr lange Rechenzeiten, so wie es in vergangenen Systemen war, für diese Dispositionen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, die Bestandssituation mehrfach pro Tag in wenigen Minuten durchrechnen zu lassen und so natürlich immer auf aktuelle Zahlen auch zugreifen zu können. Und der Planning Optimization Service, wie das Modul heißt für die Disposition in Dynamics 365, bietet Ihnen auch Optimierungsvorschläge für die Bedarfsdeckung. Dann haben wir natürlich ein großes Thema, die Produktionsplanung. Das heißt, ich habe es gerade ja in der Demo auch schon mal mit ein paar Schlagworten angerissen. Wir haben typische Planungsverfahren und Richtungen, also häufig ja rückwärts Abliefertermin. Wir haben die Möglichkeit, aber auch Vorwärtsterminierungen, Engpassterminierungen durchführen zu lassen und so das Ganze dann auch mit einem im Standard integrierten Gantt-Chart visualisieren zu lassen. Die Produktionsüberwachung und Steuerung regelt, dass während der Produktion auch die Zeiten einigermaßen eingehalten werden oder wenn Exceptions, also wenn irgendwelche Ausnahmesituationen entstehen, dass Sie dann auch entsprechend darauf reagieren können, die vielleicht eine Auswirkung auf Folgeproduktionen haben. Und sehr schön auch unser touchfähiges Rückmeldewesen, sprich eine BDE, Integration, die standardmäßig im Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management mitgeliefert wird. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot davon mitgebracht. Das heißt, über diese BDE-Oberfläche können Sie dann aus der Produktion heraus auch Zeit, Material, aber auch Störungen beispielsweise direkt über diese touchfähige Oberfläche melden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Fräser abgebrochen ist und dadurch es zu Verzögerungen kommt, können Sie das direkt über die Integration in das sogenannte Asset Management, das heißt, das ist die Anlagen, Verwaltung und Wartung, also nicht im kaufmännischen Sinn, sondern hier können Sie quasi ein Service-Ticket direkt in dieses Asset Management platzieren, dass ein Techniker dann entscheidet, wie geht es denn weiter, muss ich jetzt umplanen auf eine andere Anlage oder lässt sich der Fehler vielleicht sogar ad hoc beheben. Gut, bei der Auslieferung, hatte ich gerade auch schon mal erwähnt, gibt es im Standard von Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management das Transportation Management Modul, mit dem Sie auch über das integrierte Warehouse Management mit Barcode-Scanner-Lösungen Ladungen und Lieferungen an Kunden planen können und so zum Beispiel auch Abholungen von Speditionen auf bestimmte Rolltore auch verteilen können, wo sind die Warenausgänge, sodass hier auch die ganze Transportkette im System mit geplant werden kann. Und wir haben hier auch die Möglichkeit,
bereits Zoll- und Exportlösungen abzubilden. Hier gibt es jetzt seit einigen Versionen auch im Standard Lösungen, insbesondere was so die Compliance-Anforderungen im Zoll angeht. Das heißt, die Countries of Origin beispielsweise, aber auch dann Anbindungsmöglichkeiten an Meldeverfahren wie das Atlas lassen sich hier dran docken. Das ist zwar nicht nativ im Standard enthalten, aber hier arbeiten wir auch mit Partnern zusammen und können Ihnen hier gerne auch mal einen Überblick dazu geben, wenn Sie Interesse haben. Gut, und am Ende noch die Abrechnung. Das heißt, gerade bei Projekten ist es wichtig, auch Projektverträge verwalten zu können. Vielleicht sind kaufmännische Parameter wie Zahlungsziele, wie vielleicht auch, so wie ich es vorhin beschrieben habe, die Projektabrechnungsregeln für mehrere Projekte eines Kunden gleich oder vielleicht für jedes Projekt individuell. Und das lässt sich über die Projektverträge sehr schön steuern. Das heißt, Sie können entscheiden, wie soll abgerechnet werden, nach welchen Zahlungszielen, mit welchen Mehrwertsteuersätzen beispielsweise, auch je nachdem, wohin geliefert wird. Sie haben dann aber auch die Möglichkeit, mehrere Debitoren als Finanzierungsquelle für dieses Projekt anzugeben. Genau. Das Projektmodul im Standard bietet die Möglichkeit, sowohl Festpreisprojekte als auch Aufwandsprojekte oder Mischformen daraus abzubilden. Das heißt, wir erleben häufig bei Projektfertigern, dass die eigentliche Anlage häufig zum Festpreis verkauft wird, dass aber zum Beispiel Nebenkosten wie Inbetriebnahme, Reisekosten nach Aufwand dem Projekt belastet werden. Und genau diese Mischform lässt sich auch sehr schön in dem Dynamics 365 abbilden. Und dann natürlich, last but not least, die Anzahlungs- und Schlussrechnung mit der Splittung auf verschiedene Rechnungsempfänger, sprich verschiedene Debitoren, die wir im Projekt angeben können. Gut, das heißt, Sie erinnern sich an diese Folie vielleicht aus dem Beginn unseres Webinars. Wir hatten ja als typische Herausforderung die Parallelwelten. Das heißt, was Sie jetzt gesehen haben, ist, wir haben keine zwei Plattformen mehr, sondern wir haben eine voll integrierte Plattform mit ERP, CAD und PLM, mit einer Datenbank auch, die uns die Daten zur Verfügung stellt. Das heißt, das Ganze ist nahtlos integriert. Sie haben es vorhin gesehen. Ihre Endanwender werden später überhaupt keinen Unterschied sehen, ob sie sich jetzt im Dynamics bewegen oder in der BlueStar-Lösung. Das sieht optisch und von der Usability her aus wie aus einem Guss. Wir haben dadurch auch keine Redundanzen, weil alles in der gleichen Datenbank stattfindet. Das heißt, komplett die Artikeldaten, die Objektdaten für die CAD-Zeichnungen, das läuft alles über Dynamics 365 und die darunter befindliche Datenbank. Das heißt, wir haben den Single Point of Truth an der Stelle tatsächlich. Und wir können dadurch natürlich auch zu jedem Zeitpunkt schauen, wo steht denn der Prozess gerade in seinem Fortschritt und können zum Beispiel auch schauen, sind denn die CAD-Zeichnungen schon angelegt, können auf die CAD-Zeichnungen direkt aus der Applikation heraus zugreifen, was eine hohe Transparenz auch für alle Beteiligten an diesem Prozess darstellt. Und das Ganze natürlich mit der Kombination der Lösung von BlueStar und Cosmo Consult mit dem Produkt Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management. Matthias, magst du uns noch ein bisschen tieferen Einblick in die Lösung von BlueStar PLM geben? Sehr gerne. Dann können wir quasi zu den Folien noch gehen. Ja, da ist es schon. Dankeschön. Die erste Folie, also BlueStar PLM, ist der Name der Software. Die Firma PDM Technology ist seit über 20 Jahren Partner von Microsoft Dynamics. Wir machen Engineering für Microsoft Dynamics. Warum stelle ich das so besonders heraus? Wir sind ganz exklusiv für Microsoft Dynamics als PLM-System embedded in Microsoft Dynamics. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Microsoft Dynamics und nicht mit anderen ERP-Anwendungen. Das bedeutet, wir sind hochspezialisiert und dadurch auch die beste Lösung unserer Meinung nach für Microsoft Dynamics, wenn es um PLM-Fragen geht. Wir haben in über 20 Ländern mit mehr als 50.000 Benutzern.
unser BlueStar PLM schon im Einsatz. Ich kann auf die Website verweisen von uns und da können Sie sich Fallstudien, Dokumentation, White Papers gerne runterladen. BlueStarPLM.com ist die Website in Deutsch, aber auch in Englisch und in Französisch und noch in einigen Sprachen mehr. Da können wir zur nächsten Folie springen. Da sieht man kurz unsere Standorte, die wir aktuell betreiben, in Aalborg in Dänemark. In Dänemark ist unser Hauptstandort. Da kommt die Firma PDM Technology auch her. Wir haben ein Entwicklungsbüro in Tschechien, in Pilsen. Und mein Standort Aschaffenburg im Norden von Bayern, letzter Zipfel in Deutschland. Das heißt, für Unternehmen in Deutschland haben wir auch ein starkes Team mittlerweile aufgebaut, um eben auch Consulting und Implementierung in deutscher Sprache zu bewerkstelligen. Und für einen großen Markt in den USA haben wir auch in Atlanta und in einigen anderen Städten in den USA noch Niederlassungen, um dort unsere Kunden zu betreuen. Und dann auf der nächsten Folie zeige ich kurz das Konzept. Der Michael hat es ja auch schon angesprochen. Wir sind embedded in Microsoft Dynamics. Das heißt, die Datenpyramide CAD, PLM, Microsoft Dynamics, ERP ist ganz eng miteinander verknüpft. Wir haben eben einen Daten- und Informationsfluss über alle Plattformen hinweg, haben eben diesen Single Point of Truth. Das ist der Zylinder auf der linken Seite. Und das ermöglicht uns aber auch eben diesen Workflow oder auch Change Management Prozesse vom CAD startend bis ins ERP zu übertragen oder auch in die andere Richtung vom ERP übers PLM ins CAD. Das ist eine ganz große Stärke von dieser vollen Integration von BlueStar einmal in die CAD-Programme und andererseits auch ins ERP, weil wir eben auf Microsoft Dynamics basieren. Und auf der nächsten Folie kann ich kurz vielleicht mal so eine Gegenüberstellung machen. Und zwar, wenn ich eben den Datenaustausch habe im externen PLM, dann habe ich mehrere sogenannte Silos. Ich habe im ERP Entscheidungsprozesse, die ich nur sehr schwierig oder mit Aufwand. Diese Entscheidungen kann ich nur treffen, wenn ich eben die Daten aus dem PLM und aus dem CAD-System habe. Und wenn ich kein voll integriertes System habe, dann habe ich eben mein Informationssilo und kann die Entscheidungen nicht so gut treffen. Genauso gut ist es auf der anderen Seite, in der Konstruktionswelt, im Entwicklungsprozess. Wie können denn die Konstrukteure ohne einen Lagerbestand, ohne Preise zu wissen, ohne diese ganzen klassischen ERP-Informationen, wie können die denn da dann ihre Entscheidungen finden? Das bedeutet einen Mehraufwand an Kommunikation, viele, viele E-Mails und Telefonate und Meetings. Und von der IT-Perspektive aus gesehen, kann ich immer sagen, für diese ganzen Schnittstellen, ERP, PLM, PLM, CAD, ich habe immer Integration und Upgrade-Kosten. Ich habe Kosten, ich habe Zeitaufwand und es muss natürlich auch am Ende funktionieren. Ich habe immer ganz spezielle Anpassungen für so ein Environment. Und mit BlueStar PLM Inside Microsoft Dynamics, das sieht man dann auf der nächsten Folie, da kann ich das wirklich signifikant reduzieren. Ich habe eben diesen Datenaustausch viel direkter zwischen dem CAD-System, der Konstruktion und dem ERP-System. Ich habe keinen Integrationsaufwand und dementsprechend auch stark reduzierte Kosten bei dem Thema und ich kann viel effizienter arbeiten, weil ich im ERP jederzeit den Zugriff habe auf einen 3D-Viewer, auf alle Daten, die aus dem CAD kommen. Das heißt, wir können frei konfigurieren. Der Konstrukteur gibt seine Daten beim Bauteil ein, Material, Dichte, Gewicht, alle Parameter, die Sie sich vorstellen können, wie zum Beispiel Farbe, Länge, Breite, Höhe. Das kann ins CAD-System eingegeben werden. Das wird automatisch übertragen ins PLM. Und wenn wir im PLM sind, sind wir schon automatisch im Dynamics ERP, weil BlueStar eben embedded ist in Dynamics. Ich kann das jetzt auch noch mal live kurz zeigen, was damit gemeint ist, wie wir da diese Absprungpunkte haben. Wie sehen wir im Dynamics ERP ist 3D? Wie sehen wir im CAD vielleicht ERP-Daten, die für den Konstrukteur wichtig sind?
Und da könnte ich noch einmal meinen Bildschirm teilen und zeigen, wie das eben im Live-System aussieht. Wie versprochen, habe ich hier meine Microsoft Dynamics ERP-Oberfläche und hier habe ich unser BlueStar PLM-Modul. Und wenn ich da drauf gehe, ich bleibe immer noch in der Microsoft-Umgebung, kann ich, und wir führen hier eine separate Tabelle, wir nennen das die Tabelle der technischen Objekte, weil wir bei BlueStar eben nicht nur Bauteile und Stücklisten managen, sondern wir können auch Engineering-related Dokumente, Normtabellen, irgendwelche Aufbauanleitungen, alle möglichen Dokumente, die ich mit Word, Excel, PowerPoint erzeuge, können wir genauso gut wie die CAD-Daten auch in diese technische Objekte-Tabelle einfügen, erzeugen. Wir haben eine Nummervergabe, die dann 1:1 auch mit dem Dynamics ERP verbunden ist. Wir haben eine Benennung, wir können verschiedene Sprachen hinterlegen, die dann auch alle bei der Freigabe ins ERP-System, also wir haben da nochmal einen Cut, dass die Entwicklung erstmal im BlueStar das Arbeiten anfängt, noch keine Daten anreichert im ERP und wenn dann der Prozess erledigt ist im CAD und allem, dann können wir eben den Artikel nach Dynamics übertragen und freigeben und dann ist er auch für alle anderen Abteilungen sichtbar. Das heißt, wir haben da noch mal ein Gate. Wir steuern das über Revision. Wir können Revisionen anlegen und Fertigungsstände. Wir haben den Status in Design, in Überprüfung. Da können wir ein Vier-Augen-Prinzip machen. Wir können das genehmigen und dann freigeben, um die Bauteile auch wieder zu finden. Eine Wiederauffindbarkeit zu haben, können wir alle unsere Bauteile auch frei nach Kundenwunsch klassifizieren. Wir können Attribute hinterlegen, um Bauteile schneller wieder zu finden und damit auch die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen und damit auch Kosten zu sparen. Und hier würde ich jetzt mal als Beispiel mal eine Baugruppe auch im CAD öffnen, dass Sie mal die Anbindung vom PLM ERP beispielhaft an einer SolidWorks Baugruppe mal sehen, was wir dann auf der CAD-Seite quasi für den Konstrukteur und für die Entwicklung auch tun, dass er sich eben nicht in seinem Konstruktionssilo befindet, sondern dass er auch jederzeit eine Anbindung sehr eng ans PLM, aber auch ans ERP hat. Und wir haben da mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir eine ganz eigene Stücklistenansicht, in der wir den Status bestimmter Bauteile auch sehen. Das heißt, ist das Bauteil jetzt schon freigegeben? Das ist dann der grüne Stern beispielsweise. Oder kann ich hier noch was dran ändern? Und wenn ich meine Bauteile anwähle, kann ich bauteilspezifisch auch auf der rechten Seite, also das ist auch ein Plugin jetzt hier im SolidWorks von uns, von BlueStar, eben die Bauteilenummer sehen, den Namen, wie ist der Status, und dann eben die von mir schon angesprochene Klassifizierung. Das heißt, ich habe hier einen Deckel mit einer Farbe, mit einer Höhe, aber ich könnte hier auch hunderte Attribute pflegen lassen vom Konstrukteur aus im CAD heraus. Hier habe ich einen Sensor, der eben einen Typ hat, eine Range, mit welcher Frequenz er arbeiten kann oder vielleicht auch die, wie wasserdicht der Sensor jetzt ist. Und das sind alles Informationen, die ich im ERP, im PLM gespeichert haben kann und die ich als Konstrukteur eben hier über den BlueStar Designer jederzeit abrufen kann. Wir haben auch noch ein paar Absprungpunkte, die wir, sagen wir mal, zu 99% eigentlich immer gebrauchen bei unseren Kunden, wie zum Beispiel einen Preis oder einen Lagerbestand. Aber wir können in der Theorie mit relativ schnellen Anpassungen hier jedes Datenfeld aus dem entsprechenden CAD-System abrufen. Das wäre jetzt zum Beispiel der Lagerbestand. Ja, ich habe ein Bauteil ausgewählt, was keinen Lagerbestand hat. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel diesen elektrischen Verbinder und dann sehe ich als Konstrukteur sofort mit einem Mausklick, aha, alles klar, denn dieses Bauteil könnte ich jetzt in meinem Projekt hier verbauen. Wir haben genug davon auf Lager, beziehungsweise ich versuche den eben zu verbauen, weil er auf dem Lager ist. Und das sind genau eben diese Informationen, die unserer Meinung nach der Konstrukteur eben haben sollte, dass er effizient auch arbeiten kann.
Aus dem Bluster heraus haben wir aber nicht nur unser Management der technischen Objekte, sondern wir haben auch die Möglichkeit, eben durch die Generierung von Zeichnungen und auch unserem 3D-Viewer generieren wir automatisch eben die Daten, die dann auch ins ERP eingespeist werden, wie zum Beispiel ja, die PDF für eine Zeichnung. Die kann ich einmal öffnen. Da haben wir auch ein ganz tolles Tool, um diese Zeichnungen auch zu vergleichen. Also wenn ich jetzt einen kleineren Revisionsstand habe, in dem ich diesen elektrischen Verbinder noch nicht hatte, dann würde der hier rot angezeigt. Also wir haben die Möglichkeit, PDFs zu vergleichen und wir generieren auch eine 3D-Vorschau, die dann allen Nutzern auch zur Verfügung gestellt wird, die eben kein CAD-System haben. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter im ERP habe, die miteinander kommunizieren, dann können die jederzeit über den Artikel auch sich eine 3D-Vorschau anzeigen lassen, und eben auch die ein oder andere Information zu dem angewählten Bauteil anzeigen lassen. Und das funktioniert eben im PLM und auch im ERP zu gleichen Teilen, weil diese rechte Menüleiste hier in allen Systemen zugänglich ist. Und was auch noch möglich ist, das ist auch eines unserer Features, die eigentlich immer benutzt werden, ist, wir haben die Möglichkeit, über einen sogenannten Smart Export auch immer Daten zu exportieren. Egal in welchem System ich mich in Dynamics eben befinde, kann ich Daten exportieren, wie zum Beispiel eine Step-generierte 3D-File, die Fertiger oft benutzen, oder auch die PDF oder eine Stückliste, kann ich exportieren in Excel. Davon kommen wir, glaube ich, immer noch nicht los. Viele Menschen wollen dann auch noch eine Excel-Liste haben. Und über diesen Smart Export kann ich ganz genau steuern, wer in welchem Teil des Unternehmens welche Daten aus dem System herausnehmen kann. Ist es erlaubt, zum Beispiel die Rohdaten in CAD zu exportieren? Meistens ist es nicht gewünscht. Das ist ja das Know-how. Also kann ich über diesen Smart Export genau festlegen, was dürfen bestimmte Abteilungen aus dem Artikelstamm entnehmen. Und das bedeutet auch, dass ich den Konstrukteur nicht mehr anrufen muss und sagen muss, bitte generiere mir eine PDF oder eine 3D. Nein, der Sales-Ingenieur oder der jemand im Einkauf oder Verkauf kann jederzeit diese Daten mit BlueStar exportieren. Und da entfallen sehr viele Kommunikationswege, da entfällt sehr viel Absprache, weil jede Abteilung im Unternehmen jederzeit mit einem Mausklick Zugriff hat auf den Status des Engineering. Also es ist sofort sichtbar, wie weit sind die Konstrukteure, wie weit ist die Entwicklung und macht es schon Sinn, vielleicht eben so einen Export auch durchzuführen. Und das erleichtert die Arbeit doch um einiges. Ein anderes Modul, was wir auch noch haben, ist eben, also viele Firmen arbeiten doch relativ manuell. Das heißt, die Konstrukteure ändern den Status von Design auf genehmigt zum Beispiel. Und es gibt ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip, die Leute reden miteinander, aber wenn eine Firma ziemlich groß ist, dann brauche ich vielleicht auch dafür einen Workflow oder einen Change-Management-Prozess. Und diese Module bieten wir auch an. Das heißt, wir können bei Statuswechsel auch Checklisten hinterlegen, wir können verschiedene Abfragen haben, wir können E-Mails an Verantwortliche rausschicken, die das dann absegnen müssen. Das sind die sogenannten Workflows und wir können aber genauso gut auch im Change-Management-Prozess zusammen mit den Workflows komplette Prozesse im Unternehmen abbilden, dass alles genau definiert ist, wie Änderungen und Workflows ablaufen müssen. Und das Konfigurationsmodul, was wir vorhin in diesem Prozess gezeigt haben, das ist natürlich auch Teil von BlueStar PLM und kann auch genutzt werden. Gut, damit bin ich zum Ende gekommen und ich übergebe wieder an dich, Michael. Genau. Vielen Dank, Matthias, für den Einblick. Schön. Wir möchten Ihnen natürlich auch noch mal eine Referenz zeigen. Wir haben mittlerweile mehrere Projekte gemeinsam durchgeführt und BlueStar PLM bei mehreren Kunden etabliert und implementiert. Ich glaube, ein Projekt kann man hier sehr schön mal zeigen. Die Firma
DAS, Environmental Experts in Dresden. Das heißt, dort waren eigentlich genau die Herausforderungen, die wir auch auf der Folie eingangs dieses Webinars präsentiert haben, vorhanden. Das heißt, wir hatten verschiedene Systeme, die über Schnittstellen miteinander angebunden waren. Und jetzt hat DAS die BlueStar-Lösung mit eingeführt. Das heißt, wir haben hier eine klare Verwaltung von Produktfamilien und Stücklisten etablieren können bei dem Kunden vor Ort. Es werden jetzt systematisch die Engineering Change Orders verwaltet. Das heißt, auch Änderungen, die an die Konstruktion herangetragen werden, direkt aus einem System heraus. Das heißt, auch aus operativen Prozessen heraus möglich. Das heißt, wenn zum Beispiel im Verkauf eine Reklamation reinkommt, kann direkt aus dem Verkauf heraus so ein Änderungsantrag auch gestellt werden. Wir haben das Ganze natürlich auch mehrsprachig dort hinterlegt. Das heißt, hier ist auch eine Internationalität vorhanden. Das heißt, mit verschiedenen Oberflächensprachen. Und es gibt dadurch eine deutlich höhere Effizienz durch die optimierte Produktkonfiguration und, wie wir es auf unserer Folie auch hatten, dadurch einen viel höheren Transparenzgrad in dem Gesamtprozess. Wo stehen wir denn gerade? Und ich glaube, ein ganz schönes Zitat, das uns hier die Frau Scholze mitgegeben hat, die ist bei DAS Team Lead für die Projects. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, was wir auf unserer Folie auch hatten. Bis dahin hatte jeder sein eigenes Kernsystem. Das ist ja dieses Silo-Bild, was wir anfangs gezeichnet haben. Die jetzt einheitliche Benutzeroberfläche, die wir auch gerade von dem Matthias nochmal ein bisschen ausführlicher gesehen haben, von sowohl ERP als auch PLM-Funktionen, kann einfach aufgerufen werden und man hat hier einen enormen Wandel bewirkt, weil natürlich alles in einer Lösung etabliert ist. Sehr schöne Referenz. Vielen Dank, dass wir DRS hier an der Stelle nennen durften. Und damit Dankeschön. kommen wir auch schon zum Ende unseres heutigen Webinars. Das heißt, wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns neue Wege gemeinsam gehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute die Vorzüge und den Nutzen der vollständig integrierten Lösung von Microsoft Finance, Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management kombiniert mit der PDM-PLM-Lösung von BlueStar ein bisschen näher bringen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen schönen restlichen Arbeitstag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.